Das Thema Wasser hatten wir schon häufiger angesprochen. Es ist und bleibt eine ständige Herausforderung aufgrund der Wasserqualität, die in vielen Kreisen, in vielen Städten immer problematischer wird. Insofern ein Thema, bei dem man achtsam sein muss und am Ball bleiben muss. Und darum geht es im folgenden Gespräch. Liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen. Es gibt ja in dem Bereich, was die Wasserqualität und auch die Veränderungen betrifft, ganz unterschiedliche Themen und ganz unterschiedliche Herausforderungen. Was ist so das zentrale Problem, mit dem wir hier zu kämpfen haben? Ja, ich sage mal, es sind vielfache Probleme. Einerseits sind die chemischen Stoffe, die im Wasser sind, die man ganz klar messen kann. Und andererseits ist auch die Information, die man jetzt schwieriger messen kann. Also Professor Emoto ist ein Beispiel, der mit diesen Kristallen zeigt, zum Beispiel Wasser, das in Nähe von Atomkraftwerken fließt, wie auch Dr. Volkhammer schon mal ausgeführt hat, dass hier eine feinstoffliche Strahlung gibt, die sehr wohl eine Auswirkung hat, die man dann über solche Hilfsmittel wie Kristallbilder messen kann. Und das ist der energetische Zustand des Wassers. Und was auch nicht zu vernachlässigen ist, ist der Elektrosmog. Wir hatten das vor über 100 Jahren nicht, sondern jetzt wirkt natürlich auch eine gewisse Strahlung auf das Wasser. Und wenn man sich das anschaut, auch das Experiment mit dem Blut von Dr. Volkhammer, das über große Entfernungen Verbindungen gibt im feinstofflichen Bereich, gibt es natürlich auch die Verbindung ins Wasser rein und auch die Störungen ins Wasser rein. Wir trinken das Wasser, das heißt, wir sind mit dem Wasser verbunden. 80% der Körper hat ja das Wasser. Und dann gibt es die unterschiedlichsten Auswirkungen, die man teilweise nicht erklären kann, im positiven Sinn, aber auch im negativen Sinn, wenn jetzt das Wasser, sagen wir, über gewisse Schadinformationen auch vom Elektrosmog kontaminiert ist. Spielt der Leitungsweg und der Zustand des Wassers dort auch noch eine, ist das auch noch ein Faktor, der eine Rolle spielt? Ja, klar. Es gibt ja die Untersuchung von Schauberger, und der sagt, Wasser braucht eine gewisse Verwirbelung, um energetisch aufgeladen zu sein, um hier die Energie zu haben. Werden auch die Bachläufe heutzutage schon nach den Lehren von Schauberger nicht mehr gerade gemacht, sondern die fließen winkelig runter, damit hier diese Wirbel zustande kommen. Und die Rohrleitung ist aber das Gerade. Ich habe gerades Wasser, das hat nicht die ursprüngliche Wirbelbewegung des Wassers, sondern wird gezwungen. Und da geht sehr viel Struktur verloren in den Rohrleitungsnetzen und kommt natürlich bei uns beim Verbraucher, beim Hahn vorne raus. Ja. Und das, was ich mir bei dem Thema immer als Frage stelle, ist, ob die, also zumindest in unseren Regionen hier, das Thema Wasser sparen die Sache nicht auch nochmal verschlimmert, weil du dann nicht nur in den angesprochenen Rohren das völlig unverwirbelte Wasser, sondern auch noch stehendes Wasser hast. Und wenn ich da dann im Sparwahn verfalle, dass immer eben abgestandenes Wasser, immer stärker abgestandenes Wasser ist, was ich da dann letztendlich bei mir irgendwann mal aus dem Wasserhahn rauskommen lasse. Ja, da wird das Wasser anfällig für Viren und Bakterien. Ja. Das ist ein Problem, wenn das nicht fließt, sondern steht. Ja. Dann können diese Wasser schlecht werden, und wenn sie schlecht werden, dann sind sie eben sehr anfällig, dass zum Beispiel Bakterien sich ausbreiten, die im fließenden Gewässer natürlich passiert das nicht. Du hast Schauberger angesprochen und hast das Thema Verwirbelung und Energie. Wie kann ich denn den Prozess, den wir gerade beschrieben haben, dass also das Wasser energetisch und energiemäßig mangelhaft ist oder suboptimal ist, wie kann ich denn das korrigieren? Was könnt ihr da, was habt ihr da für Lösungen? Also wir arbeiten ja mit Schwingung und Energie. Das heißt, wir können das nachbilden, was im natürlichen Bachlauf passiert, mit Schwingung, Einkopplung, Sonnenstrahlung und so weiter, geht ja Schwingung ins Wasser rein. Und diese natürliche Einkopplung, die hier in der Natur passiert,
können wir mit unserem Produkt abbilden und genauso naturnah diese Schwingungen wieder ins Wasser bringen, sodass sie, wenn sie dann aus dem Hahn rauskommen, eigentlich die Eigenschaft haben wie eine natürliche Waldquelle, die natürlich beschwungen wurde, wo das Wasser in Ordnung ist. Diese Energie bekommen wir mit Schwingung wieder ins Wasser rein. Würde man das schmecken? Ja, eindeutig. Ja. Ja. Also man kann Blindversuche machen und der Unterschied ist eindeutig. Ja. Du hast von bakterienmäßigen Belastungen gesprochen, die ihr ebenfalls getestet habt. Und wie war da das Ergebnis? Ja, also erstmal haben wir eine Analyse, die musste ich wieder aus dem Internet rausnehmen, weil dieser Wasserverband wollte nicht, dass veröffentlicht wurde. Wir haben ja in Österreich nur das beste Wasser der Welt, ja, ja, in den Bergen. Und da waren eben Bakterien drinnen, ja, Chlorid war drinnen und Eisen war drinnen, alle Stoffe, die da nicht so reingehören. Und die wollten nicht, dass ich die Voranalyse, nachher hat es eh gut ausgeschaut, ja, veröffentlicht. Und dann habe ich schon wieder rechtliche Probleme bekommen. Und da haben wir aber sehr schön gesehen, dass auch die Bakterien von, da waren 25 Einheiten drinnen, auf null oder nicht mehr nachweisbar abgebaut wurden, musste ich wieder aus dem Internet rausnehmen. Ja. Wir haben aber Analyse aus Malta, ja, die wir veröffentlichen durften. Da hat es auch beim Kunden wurde ins Labor gekommen. Die entnehmen dann Wasser in so ein Gefäß, wo das dann stabil gehalten werden, schütten einen Stabilisator dazu und dann wird es im Labor analysiert. Und da hatten wir so 60 Kolibakterien-Einheiten und so circa, glaube eine Woche später ist das Labor wiedergekommen, hat wieder Wasser gezapft und dann waren es absent, auf Englisch nicht mehr da, ja, also keine Bakterien mehr im Wasser. Ja. Die Malteser hatten kein Problem, dass diese Sache dann auch nein, nach draußen getragen nein, wurde. Nein, darum ist es auch bei uns im Internet. Ja, ja. Du hast ein Beispiel, bei dem es um einen konkreten Brunnen ging, bei dem zunächst der Zustand war, also Trinkwasser ist es eindeutig nicht. Ja. Nachdem Bakterien drinnen waren, ja, und Bakterien dürfen keine drinnen sein, wurde der Brunnen quasi von der Behörde gesperrt, ja, und als nicht Trinkwasser deklariert. Und derjenige, ich habe den zufällig auf der Messe in Frankfurt getroffen, kommt aus dem Bereich der Handelskammer, nennen wir das in Deutschland, bei uns Wirtschaftskammer. Und da sind wir ins Gespräch gekommen, habe ich gesagt, ja, wir können es mal probieren. Ich gebe ihm keine Garantie, ja, aber aus unserer Erfahrung ist so, wenn wir mit dieser Schwingung arbeiten, fühlen sich Bakterien in diesem Wasser nicht wohl und dann sind halt keine dort. Ne? Und der hat es ausprobiert und die Wasseranalyse hat dann tatsächlich gezeigt, es waren dann keine Bakterien mehr im Wasser drinnen. Er durfte den Brunnen eröffnen, hat das Trinkwasserzertifikat erhalten und nebenbei 4.000 Euro Förderung. Ja, und wollte dann den Namen nicht nennen, weil der Neid der Nachbarn schon wieder das andere Problem war. Aber er war halt glücklich drüber, dass er dann Trinkwasser zur Verfügung hatte. Ja. Und was habt ihr, da hast du ja nicht die Flasche eingesetzt, was habt ihr da eingesetzt? Ja. Wir haben da eh noch ein Bild davon, das wir einblenden können. Das ist ein Edelsteinstab aus Hämatit. Die wird einfach mit Taser oder mit Kabelbindern auf der Wasserleitung befestigt. Und das Bild ist auch, haben wir eine Folie, da sieht man das. Ja. Und das reicht, wenn ich das, also gar nicht in Verbindung mit dem Wasser, sondern auf der Leitung selber? Das reicht, ja. Das reicht. Ja. Also die Information, die Schwingungsinformation, von der du sprichst, die geht dann in das Wasser rein. Ja, genau, richtig. Ja. Wir brauchen auch das Rohr nicht durchsägen. Ja. Es gibt ja andere Systeme, da muss der Installateur kommen, durchsägen und was einbauen. So ist relativ unproblematisch und wir bieten das ja quasi mit Geld-Zurück-Garantie an. Ja. Da kannst du den Kunde wieder runterzwicken und zurückschicken und das ist recht unproblematisch, auch vom Handling her. Ja, ja. Und das ist dann etwas, wo ich sowohl in der Bakterienbelastung als auch was andere Schadstoffe betrifft, auch beim Thema Kalk was erreichen kann? Ja, also der Kalkgehalt bleibt komplett der gleiche, nur die Struktur des Kalks wird feiner. Okay. Ja, und durch die feinere Struktur bleibt er im Wasser gebunden. Ja, sieht man dann im Wasserkocher, ja, da ist dann viel weniger drinnen und das drinnen ist weich und lässt sich leicht entfernen. Das heißt, hier ist die Kalkbindung oder die Feinheit des Kalks viel
kleiner und bleibt auch meistens im Wasser drinnen, was ich bemerke. Wir haben in Österreich zum Beispiel im Bereich Hallstatt, ja, das ist so ein Duftkalkgebiet, die müssen wirklich den Duschkopf jeden Tag die Löcher aufmachen. Ja. Da haben wir das dann eingesetzt und dann hat er das nie wieder gebraucht. Ja. Ja. Solche Auswirkungen hat das dann.